Wir machen mal das gleiche Team nochmal. Ich mag das Team. Ich finde das sehr angenehm. Und wir gehen... Was ist das eigentlich? Kataklysmus. Gehe ich einfach mal zu Eldritch Cataclysm 1. Ich weiß nicht, was Cataclysm macht. Aber es kann nichts Gutes sein. Oh, wow. Gib mir mal das Zeug. Dann haben wir höchstwahrscheinlich zwei Charaktere, die sind stumpf sind, was das Life angeht. So. Du hast... Okay, Schilde, wenn man Wasser benutzt. Crit nach vorne, okay. Ja, wenn sie weakened ist, bla bla. Jeden Kampf mehr Buffs. Burning Territory hört sich gut an. Und hier... Das gefällt mir. 20% Damage, solange unser kombiniertes Life höher ist als das der Gegner. Und dann eine Kapsel. Random Skill 25% weniger oder 25 weniger Energy an Kosten. Friendship Capsule, okay. Ja, komm. Lay, mach mal. Ah, ich habe schon ganz vergessen, die Kollegen hier. Okay, Doppelcrit und Dodge. Dann mach den mal ein bisschen langsamer. Du könntest auf alle draufhauen. Oder... Wir gucken mal, dass wir hier noch mehr Dodge drauf machen. Ja klar, kritte uns. Oder wir machen hier Silence, damit das egal ist, wenn wir da gleich einen draufhauen. Ach, eine Heilung oder was? Ach nö. Das haben sie jetzt aber gut gekontert, ne? Jetzt ist wieder nicht egal. Ah, Mann, ey. Das kostet weniger, ja. Das ist schön. Dann machen wir den doch direkt. Gekrittet. Oh. Also die machen schon ordentlich viel Damage, ne? Bei wenig Kritten ist alles okay. Wir machen eh weniger Damage, glaube ich. Wegen. So, passt. Wäre schön, wenn er seine Kollegen damit verletzen würde. Das kostet weniger Energy. Sollte ihn töten. Gerade nicht. Ich liebe es. Ja, sie sind beide nicht weg, ne? Mann, ey. Wir sind mit ihr nochmal eher dran. Das heißt, ich kann eine Heilung spielen. Bast. Crits machen Bleed. Der erste Single-Target-Attack macht auch deutlich mehr Bleed. 20% Lifesteal. Das gefällt mir auch, ehrlich gesagt. Oh nein, nicht die explodierende, komische... Kacknudel.
Hau raus, den Dreck. So, ein paar Debuffs drauf. Doppelbonk Silence. Er hat 86 Burn, das heißt, ja, im Prinzip. Ja, 2 Life hat er noch, das wird weggedottet. Da spare ich mir jetzt das Echo, das saven wir uns für den Hauptgegner. Hauptgegner, Endgegner, was auch immer. Ja, wir gehen nicht immer auf das, was günstiger ist. Das hätte ich mir natürlich erstmal die Dots angucken sollen, ne, bevor ich da jetzt was mache. Okay, hätte eh nicht gereicht. Wow. Da hat er aber ordentlich einen rausgelassen. Ich mache das jetzt wegen der Zeit, ne? Ich hätte mich sonst gerne geheilt. Okay, mehr Damage und Healing, wenn wir Unbreakable haben. Okay, First Single Attack. Gibt Bleeding drauf. Machen wir. Potion of Absolute Power. Wir modifizieren es. Oh, wir sind alle gesilenced. Ah, wir kriegen 2 Echos, aber kriegen 1 Silence. Okay. Etwas ungünstig gegen den Boss jetzt da, aber gut. Wir sind bold, wir haben ziemlich viel Echo, wir können es nur noch nicht gerade wirklich einsetzen. Was ist ein Gedöns? Ach, Scheißdreck. Schön, dass ich das jetzt hier auch nicht einsetzen kann, ne? Na gut. Dann holen wir uns die Power. Das gibt auch nochmal... Oh, 3 Afflictions to a Monster. Stark. Schönes Achievement. Dankeschön. Protection und Armor. Echt jetzt? Crap. Hätte ich mir erstmal durchlesen sollen, was das genau macht, ne? Okay, Protection ist weg. Die Armor ist da. Trotzdem nicht cool. Boah, 746er Crit. Heiß. Das haben wir uns auch noch mit Lifesteal nochmal geheilt, ne? Weil ich nicht weiß, ob das nötig gewesen wäre. Wie geil, dass das genau spiegelverkehrt war, ne? Ah, das ist ungünstig. Zack, gesteinigt. Oh, Zoe. Aber das sind bis 155 und das. Das wird den da hinten aber auch treffen, ne? Ne, das wollen wir nicht. Okay, er ist schwach auf der Brust, aber er. Oh no, Zoe. Defaced. Ja, Mann. Come on! Knopf, Knopf, Knopf. Schön, dass er wieder da ist, hurra. Und schön, dass du da warst. Tschüss! What the hell? Sag mal, wie viel hat das Ding denn noch? Zählt das als 3 Treffer?
Nee, als einer. Und die Dots zählen auch nicht. Come on. Meine Phrasen, ey. Pyromancer? Weekend earlier. Warte mal, hatten wir denn nicht irgendwas? Ja, triples the amount when weekend. Ja, gib mir den Berserker. So, ich brauche jetzt eigentlich... Oh, der Heal kostet, ne? Brauche erstmal den Heal. Dann forgen wir. Mann, ey. Drei Buffs, zwei Echos. Echos, danke. Ah, ich hätte 8 ausgeben können, um das D-Face wegzumachen, ne? Ah, ich Dulli. Crit. Dann müssen wir dafür sorgen, dass hier noch ein bisschen Crit ist, ne? So, Power. Ein Bitcoin pro Angriff. Oh, na gut. Oh, 141 Chroniums und 144 Fluxons. Ja, was? Was ist dies? Ein unheiliger Altar. Eieiei. Wir sollten die Power hier machen können, wenn wir da was umstellen. Oder es explodiert. Wir benutzen es. 4 Power. Aber... Oh, ein Hero. Aber ein Weakness. Ja, komm. Kriegst du die Power. Ach, der Rest bekommt Weakness. Ich dachte... Okay. Geh mal hier auf alle. Ja, es sind immerhin 200 Damage gewesen, aber... What? Macht Kataklysmus, dass die mehr neue Skills kriegen, oder wie? Ja, das macht echt keinen Damage, ne? Beim Crit wird geburnt. 10% Crit-Chance nur. Machen wir trotzdem. Mist. Also, Lay braucht auf jeden Fall die Möglichkeit zu critten. So, dich können wir doch eigentlich so damagen, dass du durch den Dodge stirbst? Oh nein. Nicht wirklich. Okay, ist doch durch den Dot gestorben. Weil er, glaube ich, noch hier den Feuerdamage gekriegt hat. Ja, okay. Es funktioniert, es läuft halbwegs. Alter, die Dots, ne? Und die Sirenen. Saufst du die gleich? Nee, ne? Du wirst die trinken, das heißt, wir heilen hier hinten. Wow, 200 fucking 5. Zwei Heilungen machen und du wärst dann, glaube ich, trotzdem noch eher dran.
Ah, scheiße. Sie ist silenced. Ja, ich muss draufhauen. Wenig Damage. Reicht gerade so. Die Gegner sind stärker, definitiv. Der Held vor uns braucht 20% weniger Echo. Machen wir das mal so. Oh Gott. Bis 204. Hau mal drauf auf die beiden. Ja, immerhin einer gekrittet, ne? Was? Stealth? Und Power? Krass. Ist sonst noch wer? Ja, ich mache zumindest mal das eine Stealth weg. Schön gekrittet. Das reicht aber nicht, ne? Ey! Der will wohl nicht leben. Ich könnte jetzt natürlich auch den da machen, ne? Dann wären die zwei Stealth weg. Ich meine, er stirbt nicht. Genau, um eins. Okay. Ich mache das hier, damit die Stealths weg sind. Ah, er hat den... Frick. Übersehen, dass der Burn gekriegt hat. Warum ist er defaced? Ha, aber wieder nicht mitgekriegt, ne? Du hast eine Dodge-Chance. Mhm. Okay, er dodge nicht. Du stirbst nicht. Dann müssen wir eigentlich den da machen, damit beide getroffen werden. Zack. Ärgerlich. Den Executioner packen wir jetzt hier drauf. Oh, und jetzt noch den da. Oh, crap. Ich sehe schwarz, ehrlich gesagt. Ah, nichts Persönliches. Ja, ja, nee, ist klar. Machen wir hier gleich mal die Debuffs drauf. Wautschen. Was haben wir alles? Wir haben alles, ne? Blindness und noch und ja, alles mögliche andere. Mhm. Der kann wenigstens nicht so daneben gehen. Warum stellt sich der davor? Ich wollte doch eigentlich... What? Ich will doch nur... Ich wollte nur Feuer darauf machen, verdammt ich doch! Minus 70 Energy. Ja, moin. Ist klar, ne? Ja, der braucht die Protection jetzt.
Survival Potion kommt dahin. Auch wenn die gleich weggesüffelt wird. Aber immerhin halt die mehr als die, der normale Skill. Gosh. Und die Scheiße lebt immer noch. Okay. Immerhin sind beide nächste Runde nicht weg. Schön, dass das günstiger ist und wir es nicht benutzen können. Wenn wir Silence drauf machen, kann er dann vielleicht auch bestimmte Skills nicht mehr nehmen. Die bösen Skills. Na, er macht einfach die Skills, die einen fast töten. Auch nicht schlecht, wenn der das jetzt entwickelt und der abfackelt, ne? Ja, gerade so. Und da hinten machen wir... Komm, machen wir die Scheiße da... Oh! Nicht wirklich weg! Ich übersehe ständig das Protect, Armored, alles mögliche Gedöns, ne? Aber wir können ihn jetzt so silenzen, dann können wir wenigstens drauf... Was? Da stand doch hier nur... Oh. Ich habe nur die erste Zeile gelesen. Ups. Jo, herzlichen Glückwunsch. Wir sind definitiv am Arsch. Nur 14er Poisons. Ja, 9 auch. Das wird auch redirected, ne? Wir werden keine Crits landen. Ja, wir treffen ja nicht mal, weil wir blind sind. Herzlichen Glückwunsch. Wir könnten Weakness und Exhaustion machen. Ja, immerhin keine 200er Crits. Das ist echt gesüffelt. Ja, moin. Die ist die, die es am wenigsten braucht, ne? Puh, da kommt noch so... Eieieiei. Wir kommen nicht zu Potte. Das ärgert mich ungemein. Zoe ist gleich im Arsch. Alter, kein Crit. Super schwach. Alles Heiden. Wow. Schön, dass die da hinten brennen, aber ich glaube, sie sind tot. Ich muss ihn verletzen. Geht nicht anders. Ich habe nur 3 Leute und ich brauche 3 Treffer drauf. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch.
Schade, dass das nicht als 3 Treffer zählt, ne? Wow, 3,62. Stark. Wir sind sowas von im Arsch. Ja, nee, ist okay. Da kannst du wenigstens die Feuer... Ich verstehe es nicht. Du machst eigentlich eine scheiß Feuerstelle auf den Boden. Ah, nicht mal das funktioniert, ne? Nicht mal das funktioniert. Wir sind sowas von tot, ey. Der Timer da oben ist auch schon wieder am Ausrasten. Ich werde das bei 15 geheilt haben. Hey. Beide blind, das heißt, wir hauen auch nochmal ordentlich daneben. Wir hauen doch nicht daneben, wir sind nämlich tot. Nur kurz vergessen zu erwähnen, ne? Nochmal 100 drauf? Ja, 109, stark. Meine Fresse. Wow, 39. Jupp, auf Wiedersehen. Heilix. Holy. Hide in Sea Capsule. Wow, solange wir noch nicht getroffen worden sind, gibt der Angriff einen Random Affliction. Superiority. Superior Modifier. Was ist das? Corruption? Corrupted Modifier? Rush Modifier. Ja, komm. Machen wir einen Superior Modifier. Dann ist das hier auch irgendwann mal unlocked. Hart, ne? Mit der extra Schwierigkeit? Wenn man hier nochmal die Achievements reinguckt. Bei 8000 Fluxons kriegen wir noch das 6. Talent freigeschaltet. Das hier sind die Cataclysm-Gewinne. Okay, Cataclysm 1 mit 2 Poser-Talenten. Wir haben nicht mehr das so geschafft. Alle Optionen von dem Event-Dialog. Gibt's die Hatching Capsule. Ein Event-Result 4-mal rerollen. Dann gibt's irgendwas. 8 Crit-Heals auf einem Weakened Target. Das kommt irgendwann automatisch. Die Mimik haben wir gemacht. Hier gibt's auf jeden Fall noch den Weed Killer. Und Defeat Pay to Win. Keine Ahnung, wer oder was das ist, aber wir machen Schluss für heute. Hat Spaß gemacht, auch wenn nicht so viele Break the Loop gucken. Schade. Aber ich wünsche euch was. Macht's gut, bis dann und ciao.